endlich mal wieder Urlaub. In Österreich natürlich, nicht am Meer. Auch wenn die Rettungsbojen gerade frisch saniert wären. Ja, wir sind bei Melanie und Anhang. Nein, das ist keine Rutsche. Diesmal gibt's keine Wasserrutsche, keinen Strandliegestuhl, keine kühlen Drinks. Dafür echtes Abenteuer. Die Brise Wind kommt. Wir haben vor, dass wir mal uns in die Wildnis stürzen. Ja, so richtig rein in die Gefahr. Mit ganz viel Natur, aber auch einer Prise Fernsehen. Klingelt's? Ja? Doch hier gibt's keine Tee-Promis, nur Doppel-D-Mami. Jetzt sind wir hier und schauen. Wir ein Smiley. Wir reden gerade. Yes. Schauen jetzt noch, besprechen noch die Sachen, was wir alles mitnehmen werden. Was denkst du, was wir da für den 2-Tages-Trip dort brauchen? Einen ganzen Koffer. Ja, du brauchst einen ganzen. Aber es wird keine Schminke geben. Es Nein, wird kein, ich schmink mich auch so nicht. Es wird keine Bürste okay, geben. Wann war ich geschminkt zuletzt? Es wird keine Bürste geben, kein Kletteisen wird es geben. Ja, Kletteisen nicht, aber Bürste. Sag mal, wo lebst du? Ja, wieso? Du nimmst einfach so ein... Jason? Warte, ich hol den Jason. Ja. So, wir brauchen Schlafsäcke. Die brauchen wir garantiert. Hui! Wir machen Survival Training und dort tun wir so schauen, wie man halt in der Natur überlebt. Und man lernt das halt dort, wie man in der Natur überlebt. Gibt es auch so Gemeinschaftsschlafsäcke? Nein, ich brauche keinen Gemeinschaftsschlafsack. Weil ganz früher noch, wo wir im Fischermehl wohnen, haben wir so eine gemeinsame Decke gehabt und das war reinste Katastrophe. Hallo, grüß euch. Hallo. Ihr habt einen Wunsch? Ja, wir brauchen ja, Schlafsäcke. Ich will meine Frau irgendwo beerdigen mit einem Schlafsack. Ui. Schatz. Ich gehe einfach mit dem anderen mit. Wenn er mich los dich werden. Beerdigen lassen? Nein. Das sind die Kinderschlafsäcke, habe ich schon gesehen. Genau, schon, ich habe ihn sogar ausgestellt für dich, dann kannst du noch anschauen. Für wem? Für die Kleine. Was? Das ist der Kinderschlafsack, ne? Das ist ein spezieller Kinderschlafsack. Schau nur zum Vergleich. Sag ich dir den Erwachsenen-Schlafsack, das ist der Unterschied. Da passt das hier rein. Also die gehen quasi größentechnisch bis 1,90 Meter. Ja. Stell ich mal hin. So witzig bist du. Ich bin eine Doppel-D-Mami. Holt mich hier. Andi und Melanie stellen sich samt Kindern im steirischen Urwald einem Survival-Training, Nahrungssuche und Nestbau inklusive Wassertoilette und Gehsteige exklusive. Schau, dass es nicht so in den Garten steckt. Da schau mal Pflanzen, Jason. Schau! Ja, eigentlich freue ich mich schon. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Er war schon einmal zelten, aber ich war noch nie. Weil es an Erfahrung mangelt, ist Wildnispädagoge Thomas zur Stelle. Hallo, grüß euch, herzlich willkommen. Hallo, grüß euch, freut mich, dass ihr es hergeschafft habt. Ja, also mir geht es als Wildnispädagoge vor allem darum, wieder eine Verbindung zur Natur eben herzustellen, dass da wieder ein bisschen ein Feeling für die Natur kommt. Ich glaube, dass so Themen wie Umweltschutz oder so, das kann nicht nur funktionieren, wenn man die Natur wieder ein bisschen im Herzen trägt, wenn man da Gespür entwickelt. Fürs richtige Gespür geht's direkt rein ins Herz der Natur. Hört mal her, das kennst du zum Beispiel sicher, oder? Ja, die kann man essen, das sind Beeren. Genau, das sind Brombeeren. Da sagt man, das sind Geschenke der Natur im Survival. Da schaut man gleich, dass man was finden kann. Schaut's aus, Jason mag auch Kosten. Jason mag schon eine Beere essen. Also die Natur schmeckt schon gut. Also jetzt nicht, also ja, es wächst halt das ganze Obst und alles in der Natur. Und also ist Natur ist schon wichtig. Wichtig und richtig ist sie, die Natur. Man sollte auch wissen, was sie einem gibt. Was ist das? Warte, Minze? Nein, Minze ist kleiner, Minze ist viel was kleiner. Was sagt die Cheyenne? Blumen. Ja, aber na, ich gebe euch aber Tipps. Es sind. Ist es in einem Getränk drin, in einem Mojito oder so? Nein, die Pflanze macht. Ich habe gerade gesehen, also ja, gerade gesehen, habe einen Cocktail da. So Mojito und Cuba Libre. Yes, I like Pina Coladas. Die Beeren sind rot. Heidelbeeren. Ribisel. Nein, Heidelbeeren sind blau, Ribisel sind rot. Heidelbeeren sind blau, aber die Himbeeren. Manche Menschen sind gegen sie allergisch und vertragen es nicht so gut. Kinder essen es wirklich sehr gern. Weintrauben. Also nein, das sind nicht rot. Also so, Erdbeeren. Ja, bitte. Ja, Erdbeeren. Das sind Erdbeeren, das sind Walderdbeeren. Man hat die Augen offen, es gibt da Frösche gell, und andere klasse Tiere. Da haben wir einen. Schau, das ist der Frosch. Das ist ein Frosch, Jesse. Siehst du ihn? Kannst du ihn auch nehmen?
Hast du jetzt den Frosch in der Hand? Ist das sind zwei sogar. Warum sind da zwei? Ja, die haben gerade Schäferstündchen. Ah, okay. Die ersten Frösche, was wir gesehen haben, die waren gerade beschäftigt. Und so wie sie beschäftigt waren, waren sie gleich wieder weg. Wer hat gesehen, wo die hingesprungen sind? Keiner? Schauen wir mal, vielleicht ist wir können nicht auf mal auf zwei Frösche aufpassen. Und wenn wir schon beim Laubfrosch sind, nicht alles Grüne ist Laub. Das sind Brennnesseln, gell? Ja, ich bin auf eine gestriffen. Da krieg ich schon die Punkte schon. Ja, ja, super. Ja, nicht super. Ja doch, ist gut für die Durchblutung, ist super. Ja, toll. Yeah. Schatz, wir haben Frösche gefunden, gleich zwei auf einmal. Die haben gerade ein Stündchen also gehabt. Also ich gehe nachher dann da durch. Boah, das brennt jetzt. Schatz, hörst du mir bitte zu? Und wir haben sie dahergesetzt. Wir haben ganz kurz zum Kleinen geschaut, die waren weg. Ja. Zurück im steirischen Urwald. Mit Family will Doppel-D-Mami Melanie die Natur nicht nur spüren. Mit einem Ritual soll sie jetzt begrüßt werden. Ich möchte euch einfach einladen, dass ihr jetzt mitmacht. Das ist ein indianisches Ritual. Weißer Salbe sagt, man befreit einfach von bösen Geister. Man kann sich ein bisschen besser aufs Hier und Jetzt fokussieren. Ich werde von dir befreit. Man tut sich einfach mit dem Rauch so ein bisschen reinigen, ein bisschen waschen. Normalerweise Indianer haben gern Lieder gesungen. Hey, ho, spann den Wagen an, seht, der Wind treibt Regen übers Land. Holt die goldenen Gaben, holt die goldenen Gaben. Hey, ho, spann den Wagen an. Okay, ich hatte den Text nicht ganz wirklich mitgesungen. Seht, der Wind treibt Regen übers Land. Prompt wird geliefert. Dort vorne regnet schon. Jep. Wie bestellt treibt der Regen übers Land. Da schaut sie mal nach oben her. Ich glaube, wir müssen echt jetzt Gas geben. Ja. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie trocken bleiben. Ich zeige euch schnell ein paar Knoten. Wir müssen jetzt echt Gas geben. Ich brauche echt eine volle Aufmerksamkeit. Erster Knoten ziehen wir mal ins Schlinge. Dann einfach ganz simpel, gell? Zweiter Knoten, den wir brauchen werden. Ah, den kenne ich aber. Das ist so eine selbst aufmachende Schlinge, gell? Keine Ahnung. Du musst doch nur den Nippel und die Lasche ziehen. So? Ja. Oder wie? Ja, dann genau. Einmal da das, durch. Das durch. Und schon da? Geht die Sache auf. Ja, keine Ahnung. Perfekt, passt. Machen wir weiter, nächster. Ja, du machst die einfach und fertig. Gut, und jetzt machen wir Learning by Doing. Wir müssen Gas geben. Gut, wär's Kletterseil gleich mal, bitte. Ja. Wir müssen Gas geben. Also, bis jetzt ist es sehr spannend. Ah, Seil um ein Hals ist nicht gut. Da soll ich rauchen. Schaut sie, das geht nein, nicht ich mit den Schultern. Dann machen wir so, du sitzt auf meinen Schultern. Oh, du Arschloch. Das ist nicht lustig. Warte kurz, du mehr befreit von den Dornen. Ich habe ein. Jetzt, wenn du jetzt aufstehst, kratze ich mich komplett auf. Pass auf, du bist weg, ich steck gleich auf. Geht's? Du lachst nicht zu dem Potenzial. Bist du bereit? Ja, ja. Ja. Welchen Knoten muss er denn machen? Den mit was rundherum geschlingt wird? Genau. So. Ja! Da durch, oder Schatzi? Nein, ja. Ja. Aber warte, warte, du musst jetzt zurück wieder. Wie, was redest du? Umschlingen um den Schnur. Ja, ja, ja. Was ist da zurück? Was redet die? Ja, eh, wieder. Und jetzt das du drüber. Oh, das geht doch nicht so. Du musst doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen. So, passt. Yippie! Oh, so. Oh. Alter, nicht. So, komm, weiter. Komm, ja, Andi. Es muss weitergehen. Der Regen kommt. Melanie kann knoten und anpacken. Nicht schlecht. Also bis jetzt war noch nichts schlimm, aber ich denke, es kann kommen, dass es Sachen gibt. Zum Beispiel, wenn es anfängt zum Schütten. Das wäre das Allerschlimmste. Bitteschön. Doppel-D-Mami Melanie will samt Familie im steirischen Regenwald überleben und wenn irgendwie möglich auch trocken bleiben. Blöd, weil Wetter schlecht. So schnell es halt geht, muss eine Notunterkunft gebaut werden. Hektik pur und ein übermotivierter Zweifach-Papi. So, wie schaut's aus? Warte, gleich. Super. Jetzt kommen wir mal runter wieder. Ah! Fuck!
Was ist passiert? Bist du umknäckelt oder was? Ja, ich muss raus. Warte, ganz ruhig. Sitzt du mal hin. Sitzt du hin. Warte, ein Pflaster mit dem Fuß. Ich muss raus, ist das schon. Warte, ganz ruhig. So, ganz ruhig. Schau, komm, schnaufe mit durch. Nimm Luft. Da hängt die richtige Regel. Gott, dann hört schon irgendwas aus. Geil, super, passt. So, haben's gleich geschafft, gell? Boah, das tut so weh, oder? Ja, ich glaub's, gell. Ist doch der Unglück. Ist das auch mal beim Fußball passiert? Ja, ja. Beim Fallrückzieher. Papa ist umgeknöchelt. Beim Knöchel. Sagst du, der ist schon ein bisschen geschwollen, der Fuß? Das bist du behindert. Ja. Schau so schwild an. Mit dem Schönsinn. Ich könnte aufs Ärgste fluchen, wenn da keine Kinder, oder? Was ist ja. Ich hab nichts gesehen. Da war so eine Wurzel. Und beim Runterspringen bin ich bei der Wurzel auf diese Wurzel abgerutscht. Das muss am Freitag gut sein. Warum? Ich muss Freitag Dart spielen. Ist das dein Ernst, Schatz? Und wer sagt, das ist gar nicht gespielt? Ich schwör's euch, ihr Hater, Alter. Ja, setz dich. Ich glaube, wir brauchen eine Rettung. Ich weiß echt nicht, ob meine Freundin fahren soll, Kunstprinzin, gell? Armer Andi. Mit dem Regen und Andis Unfall nimmt der Ausflug in die Natur leider ein verfrühtes Ende. Hoffentlich ist Andi nichts Schlimmeres passiert und er ist bald wieder auf den Beinen.